Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Blob. Und letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir gerade dabei waren, Sachen zu erledigen. Das machen wir auch weiter. Und zwar mit dieser Mission hier. Das ist die Immigrationsstation, wo die Fäulinge erstmal interniert werden, wenn sie von den Booten kommen. Zertrümmer das Gefängnis mit 100 Fahrpunkten einer beliebigen Farbe und befreie alle Insassen. Okay. Ich glaube, hier waren sie sich auch einig, dass das vielleicht ein bisschen zu schwierig ist, mit einer spezifischen Farbe herzukommen. Und haben dann gesagt, okay, nimm x-beliebig. Trotzdem muss ich da auch erstmal mich aufladen für. Ja, ja, ja. Da will aber auch jemand wirklich mal hier. Okay, ich fang schon mal an. Warum gibt es eigentlich bei Splatoon nicht so ähnliche Aufgaben? Also, nicht mit den, ja, so und so viel Einfärbenpunkte. Das gibt's ja, aber, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, beim ersten Versuch. Okay, es gibt da einen Wachturm, der die Fäulinge beaufsichtigt. Wenn sie an diesen Mole an Bord gehen, lass sie mit 80 gelben Farbpunkten erblinden. Vergewissere dich, dass du alle Fäulinge befreist, die auf den Booten festgehalten werden. Die Fäulinge schieben der Reihe von Genossen schwarz endet hier und jetzt. Du bist ein Volksheld-Blob. Geh zu ihnen. Okay. Warte, wie viele blaue? Gelbe Punkte waren das? Eine Menge, ne? Komme ich auch wieder rein, wenn ich rausgehe? Ich glaube ja, ne? Ich brauche nämlich eine Menge Gelb. 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 Genau. Nochmal Gelb und nochmal Gelb und dann haben wir definitiv genügend Gelb mit, glaube ich. Oh, nicht mal annähernd. Okay, wir kriegen das schon hin. Wir müssen nur einfach gucken, dass wir dann gleich ganz fix wieder zurück zu den gelben. Oh, scheiße, wir hätten mehr gebraucht schon gleich vorweg. Ja, ich hätte gleich einen mehr zusammen müssen. Ja, wiederholen. Und ich muss jetzt einfach gerade mal ganz viel Farbe sammeln. Gelb, komm her! Mann! Da ist noch ein Gelber, so. Und diesmal klappt es. Fertig! Ah, komm schon! Jetzt hatte ich genügend... Okay. So, dann nein, meine Fiese. Ich mal noch die Fiese, meine Fiese. Hm.
Werfe ich mal das hier ganz kurz ein. Okay, das geht nicht. Okay, erst nicht sicher sein, mit wie viel Farben man die Wache einfärben soll, aber hier sicher sein, so 80 gelbe Farbpunkte soll man haben. Ist auch ein Stück weit unfair, oder nicht? Naja. Gut, oder ich brauche halt besseres Timing und so, das ist auch noch so die Sache. Okay. So. Jetzt haben wir hier drüben definitiv, glaube ich, alles. Müssen wir natürlich nur noch gucken. Oder ich muss zumindest noch gucken, ob ich denn auch alles an Befreiung durchgeführt habe quasi. Warum kann ich hier nicht hoch? Da fehlt doch noch was für. Irgendeine Mission muss ich hier übersehen haben. Von daher. Ja, weil ich muss da aber auch hoch, ne? Wenn ich so pauschal gucke. Habe ich hier vorne irgendeine Mission übersehen? Oder gab es direkt am Anfang schon eine, die ich nicht mitgenommen habe? Aber hier haben noch Bäume hier hinten vergessen. Auch gut, dass ich dafür nochmal zurückgehe. Ah, das ist auf jeden Fall nicht das, was das Rätsels Lösung ist. Dann. Wenn, dann muss es ja sich um eine Mission handeln, die noch offen ist. Auch nicht hier in dem Bereich, das muss ja dann hier vorne in dem Bereich sein, weil es ja hier vorne auch Kanone ist, ne? Thank you.
Gut, gut. Hier sehe ich aber auch gerade nichts. Also warum geht die Kanone nicht auf? Ich verstehe das nicht. Und hier sind wir ja halt schon, was weiß ich wo. Na gut, das bringt ja nichts, wenn ich mich jetzt hier noch 10-mal von A nach B nach C bewege. Wir können grandioserweise nur die Tür öffnen. Und uns grandioserweise noch mal ein bisschen Zeit verkaufen. Unser Ziel ist in Sichtweite, Blob. Dieses Book. Ja, okay. Blob. Es gibt so viel zu tun. Die Kanäle sind randvoll mit Tinte. Oh. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt auch wieder ganz schnell mal das Containerdepot auf und dann gehe weiter zum Tor. Ich würde sagen, ich werde auch versuchen, so schnell wie möglich zu arbeiten. Einfach schon allein wegen der Tatsache, dass ich gerade noch 7 Minuten habe. Das echt nicht viel ist, wie wir sehen. Was? Ah, okay. Nochmal eine Minute dazu gewonnen. Okay, aber ich würde sagen, ganz flott. Bitte färbe diese Container gelb, blau und grün. Farbe dürfen nicht mehr eingesperrt werden. Farben dürfen nicht mehr eingesperrt werden, genau. Hallo erstmal. Eieiei. Was ist der denn drauf? Und war aggressiv genug, um hier mir den Spaß am Einfärben zu nehmen, so ungefähr, ne? Na komm. Gelb. Achso, jetzt ist ja auf einmal auch wieder ein gelber. Keine Ahnung. So, beim ersten Versuch erfüllt. So, 30 Sekunden. Sehr schön. Lass uns was richtig Großes färben, direkt unter der Nase der Tinnies hinter den Mauern. Färbe dieses Silo von oben bis unten grün. Pass auf, dass du nicht in den Kanal fällst, das täte mir nämlich sehr leid. Okay, wir haben gerade rot. Nein, wobei doch blau, blau und gelb. Wenn wir hier die Bäume noch mitnehmen. Oh.
bin ich gerade überlegen, wie ich den obersten erwische, aber da ist mir auch schon ein Gedanke gekommen. Geschafft. Ja, noch beim ersten Versuch. So. Dass er den Weg Wasserpumpen mit 50 grünen Farbpunkten in Betrieb, um den Kanalfluss abwärts zu säubern. Du bist die Lösung der Tintenverschmutzung. Oh, okay, wir haben gerade sowieso grün, ich glaube aber keine 50, oder? Ah doch, gerade so. Genau, nochmal eine Minute oben drauf. Und der Zeitverfluss ist auch wieder oben drauf. Gut. Du hast in die Flucht geschlagen. Du hast sie in die Flucht geschlagen. Glaub, sie haben sich im Wachturm hinter diesen Elektrogitter verkrochen. Nimm 80 blaue Farbpunkte und hol sie da raus. Okay, 80 blaue. Was ist denn mit mir los? Kann ich nicht mehr sprechen? Grün, blau. Passt, wackelt, hat Luft. Übrigens werde ich wahrscheinlich hiernach, warte, ist das jetzt ein 12? Ja, das ist 12-Projekt. Ne, okay. Vergesst das. Ich muss mal gucken, ob ich das um 12 oder 13 Uhr hatte, bevor ich hier euch was verspreche. Bevor ich euch überhaupt irgendwas verspreche in der Art. Wenn wir wissen müssen, nehmen wir diese Inkmaschinen Stück für Stück auseinander. Färbe die ganze Silo orange und vergiss die Spitze nicht. Du bist der Sand in ihren Getriebeblock. Rot und gelb. Rot und gelb, rot und gelb. Gelb. Jetzt muss ich nochmal ganz hier rüber. Weil hier das einzige Gelb ist, was mir gerade einfällt. Gelb. Rot. Jetzt arbeite ich mich quasi von der Spitze nicht, sondern von unten rum. Ich wollte nach oben eigentlich. Das war ich meine mit der Kamerasteuerung und Blobsteuerung an sich. Man ist so in Hektik. Da ist auch mal sowas passiert zum Beispiel. Scheibengleiter. Komm doch heraus. Gelb. Ah, Scheibengleiter, wo ist denn? Nein, jetzt muss ich wieder. Oh. Jetzt bin ich wieder Wasser nur. Mann. Okay, okay, okay. Wir kriegen das hin. Gelb. Gelb. Rot.
ich ja meinte, ne? Mit den Steuerungen, ne? Okay, hier ist tatsächlich noch auch noch gelb und rot, aber ich musste tatsächlich dahin hin, weil das jetzt so das Einzige war, wo ich selber wusste, dass da die Farben vorkommen. Okay. Ich würde sagen, nächste Sache. Lass uns diesen Abschnitt des Kanals rehydrieren, Flop. Nimm diese Wasserpumpe mit 50 blauen Farbpunkten in Angriff, dann werden hier wieder Fische flussaufwärts schwimmen. Okay, angenommen. Das sind keine von mir, das sind... Oh, keine von mir allein. Allgemein ist hier keiner von mir, aber... Ich meine halt, dass ich da... Ein Weg hab hin, so auf die Schnelle so. So, das ist das nächste, was ich halt quasi auf 1 habe. Beim ersten Zug. So. Mal extra 60 Sekunden. Mal zurück, weil von diesem Turm aus hier. Autsch! Nochmal 60 Sekunden. Okay, hier ist noch eine Anschlagstafel. Ich sehe aber hier gerade kein, ihr wisst schon was mehr. Deswegen gehe ich jetzt über die Straße nach dort hinten. Weiche allem aus, was hier mich... Hallo? The Ultimate Mode. Okay. Wie ich einfach so eine Regenbogenlinie hinter mir herziehe, ne? So. Nächstes Ding geöffnet. Und somit kriegen wir nochmals eine super Kamerafahrt zu dem nächsten Punkt. Ja, und vielleicht kann ich von hier aus tatsächlich zu dem Punkt eigentlich hin. Okay, ich verstehe. Okay, okay, okay. Ich gucke mir mal ganz kurz den Fortschritt an. Boah, uns fehlt noch eine ganze Menge, ne, wenn ich das so sehe. Aber Bäume haben wir noch, ja, 33. Bäulinge noch mehr als 60. Anschlagtafeln noch mehr als 7. Ne? Mal sehen, was hier raus wird. Ob das heute mal dann sogar... einer der Momente wird, wo ich dann sagen muss, okay, kapituliert.
Aber erstmal, solange ich noch den Regenbogenmodus habe. Ja, so viel zum Thema Regenbogenmodus. Halt, ne? Okay. Achtung, Glaub, da rollen zwei Panzer an. Da schmettert sie und schicke Genosse Schwarz die Rechnung für die Schäden. Ink wird mehr aufhören müssen als diese Blechbüchsen, um uns aufzuhalten. Okay. Theoretisch gesehen 2 Minuten. Und da ist die Zeit gerade durch. Sehr schön. Beim ersten Versuch, wir kriegen dreimal so viel Zeit. Ja. Muss mich erstmal reinigen. So. Dann mal ein bisschen Farbe mir holen hier. Schnell die Bäume einfärben. Kurz das hier einfärben. Ah, Scheinwerfer, das war so klar. Aber cooler Effekt eigentlich an sich, muss ich mal sagen, dafür, dass es halt so weh tut. Na gut. Trotzdem würde ich sagen, müssen wir gleich mal Feierabend machen, leider. Und ja, wir sind schon wieder bei 15 Minuten aufgeladen. Das ist ja auch schön, dass die Aufladungszeit mehr ist als das, was wir verbrauchen. Das muss man nämlich auch mal positiv sehen. Na, komm. Jetzt noch einen hier komplettieren. Achso, der ist hier. Okay, Tor geöffnet. Weitere. Ja. So. Ich würde einfach sagen, man sieht und hört sich, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Von daher. Bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao, tschüss.